Moin Leute, willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung mit mir, dem Benny, auf dem Kanal King Baba. Heute stelle ich euch vor, das Joschken Modulo 2 von Desperados 93. Wir schauen in den Shop. Das Gute finden wir unter Güllefässer, unter Joschken Modulo 2. Jo. In der Standardversion kostet das Standardversion 36.000 Euro, hat eine Arbeitsbreite von 18 Meter. Wenn wir den Sprühverteiler nehmen, benötigt 175 PS und kostet 60 Euro am Tag Unterhalt. Ich habe, wenn man standardgemäß da reingeht, dann hat man schon gleich den Mesher Duo Verteiler. Aber Standard ist natürlich Zubringer, das kostet nichts extra. Nur zur Erwähnung. Ja, wir haben mit dem Mesher Duo Verteiler. Design haben wir mit Schläuchen oder Standard. Und Rad können wir Standard Breitreifen mit Lenkachse. Ich habe die jetzt mit Lenkachse genommen. Ja, das war's eigentlich soweit zum Shop. Wir können Gülle reinknallen. Ach guck mal, hier steht hier sogar noch passend zum Fan 724. Ist ja auch gut zu wissen, ne? So, dann schauen wir uns die guten Stücke mal an. Ja, hier haben wir das Fass mit den Anzeige auch. Mit den Duo-Verteiler. Wie man sieht, hier ist einer. Hier ist auch einer. Und hier ist das gute Stück als Zubringer. Oben kannst du auch saugen. So, hier ist die Pumpe. So, wollen wir Funktionalität prüfen. Hier links, hier rechts, Armblinker funktioniert. Rückwärtsscheinwerfer, Bremslicht funktioniert auch. Das ist doch wunderbar. Noch irgendeine Sonderfunktion, mal gucken. Nee, brauchen wir auch nicht. So. Hier können wir auffüllen. Sieht doch gut aus. Wenn ich die Schläuche hier runternehme. So, oh, haben wir den gleich aufgefüllt. Jo, so wie es aussieht, hat der ein bisschen weniger. Ich muss mal nochmal im Shop gucken. So, der hat auf jeden Fall weniger, was reingeht. 15.891. Ja. Stelle ich die mal hier hin. Da passiert ja nichts. So. Dann hole ich den Gülle, den normalen. Mit den Mosher Frühverteiler. Mit meinem schönen Valtra. Und noch ein bisschen auffüllen. Ich habe das Gefühl, der füllt schnell auf. So, lang funktioniert auf jeden Fall. So. Dann gehen wir zum Güllefass. Das Überladen funktioniert auch wunderbar. Ich will mal gucken, ob der genauso viel Ladevolumen hat wie der andere. Doch noch nicht wegfahren. Ja, das möchte ich noch mal gucken.
Weil sonst stimmt das nicht mit dem Ladeflug. Ja, also 18.000 geht nicht rein. Die Angaben sind nicht korrekt. Müsste noch behoben werden, sonst im groben Ganzen finde ich das Teil gut. Man sieht, Spielverteiler sind synchron. Wird auch gedüngt, wie man sieht. Sieht auch ganz gut aus. Na Leute, ich würde sagen, das war's für die Mod-Vorstellung. Kommt auf jeden Fall mit in meinen Mod-Ordner rein. Ist eine coole Sache. Wenn man mal schön dort mal mit Josh fahren will. Ich finde das auch gut, dass man die Lenkachse einstellen kann. Habe ich auch noch nicht erwähnt. Das konnte man auch machen, einstellen. Doch, habe ich doch erwähnt. Naja, gut. Ich denke immer, das war's mit der Mod-Vorstellung. An dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt einen fetten Daumen oben. Wenn ihr keine weitere Folge mehr verpassen wollt, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke. In diesem Sinne würde ich sagen, bis zur nächsten Mod-Vorstellung. Euer Benny auf dem Kanal King Gabba. Ciao, ciao.